Guten Morgen. Ja, manche von euch sagen, sie sind gefangen im deutschen System. Ich werde jetzt meine alte Heimat besuchen und mir mal anschauen, wie dort die Leute gefangen sind in ihrem System, dem zentralafrikanischen. Für meinen Teil, ich bin ein bisschen nervös, weil das Motorrad kommt gerade aus der Reparatur und aus der Werkstatt. Ich konnte jetzt nicht viel Probe fahren, denn es wurde schon dunkel. Und deswegen ja, vertraue ich einfach so ein bisschen darauf, dass das alles gut läuft. Es ist viel gemacht worden. Zurück zum System. Sogar die Schafe glauben, manchmal auf der anderen Seite des Zaunes sei das Gras schmackhafter oder grüner. Ich habe ja Glück gehabt. Ich fühle mich auch ein Stück weit privilegiert. Ich bin nicht in Europa, aber auch nicht in Afrika stecken geblieben, sondern ich bin weiter ein Wanderer geblieben. Von daher möchte ich euch zeigen, wie ich wandere. Ich habe jetzt einen Teil meines Gepäcks hier am Hotel deponiert, im Hotel deponiert. Das heißt, ich reise nur mit leichtem Gepäck. Wie folgt. Ein Tankrucksack. Da ist eine ganz normale Straßenkarte drauf. Weniger für mich, sondern mehr für die Leute, denen ich auf der Straße begegne. Dann für die Stromversorgung sorgt ein Gerät, das ich mitgenommen habe aus Deutschland. Es versorgt mich mit dem Strom für die Smartphones, für die Navigation. Und ich habe einen Überblick über den Ladezustand meiner Batterie am Motorrad. Dann eine Einheit, die es mir ermöglicht, den Smartphone richtig, richtig fest zu fixieren auf dem Motorrad, auch wenn ich mal durch ein Schlagloch fahre. Das ist leider schon erprobt worden. Das funktioniert zum Glück. Ja, dann haben wir den Helm, ein Kopftuch, um meine Haare zu schützen. Das ist nicht wegen der Kälte, ganz im Gegenteil, das ist eigentlich wegen dem Staub. Diese Jacke muss sein. Dann habe ich ein bisschen aufgerüstet. Man sieht hier die wunderbar grünen, fluoreszierenden Hauptscheinwerfer, die beiden. Die sind zusammen mit den anderen vier Scheinwerfern eigentlich jetzt die Einheit, die ich benötige, wenn ich mal tatsächlich stecken bleibe und in die Nacht reinfahren muss, damit vor mir alles frei ist. Ja, das ist lackiert worden, gestrichen. Dann hier sind meine wichtigsten Sachen drin, die habe ich auf der straßenabgewandten Seite deponiert. Sachen drin, die ich dann ausliefern werde in Bamenda. Und hier oben ist ganz fluffig mein Rucksack, frisch gewaschen gestern, ein bisschen Werkzeug. Ja, und das war's dann auch schon. Ansonsten die Sachen, die ich trage, die ich anhabe, das ist das, was mich ausmacht. In diesem Sinne danke ich fürs Zusehen. Ich mache mich jetzt auf die Reise. Wie gesagt, das Motorrad kommt frisch aus der Reparatur. Und von daher kann man auch sehr gut erkennen, jetzt im Hintergrund, wie das Leben hier spielt. Und dass ich das durchaus ernst nehme und nicht zum Scherzen aufgelegt bin. Auch wenn das manchmal so aussieht, dass mir die Sonne aus dem Arsch scheint. Okay, ciao. Kleiner Einschub, ich habe die Dame jetzt gebeten, mit hoch aufs Zimmer zu kommen. Da habe ich nämlich noch ein paar Wasserflaschen. Die werden nämlich gebraucht. Nicht zum Recyceln, sondern da werden andere Sachen reingefüllt, nachdem sie gereinigt wurden. Und mir ist es wichtig, dass mein Fußabdruck hier so neutral wie möglich ist. So, dann gehen wir noch mal ins Zimmer. Madame, s'il vous plaît. Ah, komm. So, dann haben wir hier die Flaschen. Ganz wertvolles Zeug. Here. One more. So, that's it. Thank you, thank you. Okay, so. Jetzt gebe ich den Schlüssel ab und wir sehen uns hoffentlich
heute Abend am Ziel. 300 Kilometer sind zu fahren. Und diese 300 Kilometer sind natürlich in gewisser Weise nicht ganz ohne Gefahren. Ich habe ungefähr 140 Kilometer Distanz, die ich also in der Tiefebene fahre. Will heißen bei 34 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit. Und dann haben wir einen steilen Anstieg. Dieser steile Anstieg, den fahre ich immer sehr, sehr gerne. Dort bewegen wir uns dann so auf 1000 Meter und drüber. Und das ist angenehm, mit 25 Grad zu fahren. Welcome! So. Ja, ein Menschen soweit glücklich gemacht. Das ist normal. Sollte normal sein. Mm-hmm.